So, gleich sind wir da. Oh, Jesus. Jo, vielen Dank fürs Abo. Das klang fast wie ein Doppelabo. Each. Ach, ja. Ja, toll. Weiß ich, wo ich bin. Greift mich noch was an? Ne. Was war denn das? Okay. Die euch in dieser Sache sicher, Geliebte. Was, wenn etwas schief geht? Absolut. Ich habe dieses Ritual über Jahre hinweg erforscht. Ich brauche nur eure Hilfe. Hier waren wir schon mal drin. Jetzt erfahre ich, warum der Ort existiert. Eine Rune. Wechselns Forschungstagebuch. Ja, das könnt ihr lesen. Zu viel. So. In dem LP könnt ihr das nachher nachlesen. Also in mehreren Tagen. Ihn verlassen. Erklärt, warum ihr mir folgt. Was? Wer seid ihr und warum verfolgt ihr mich? Erst auf Haviels Hof und nun taucht ihr auch noch unversehrt aus diesen verfluchten Ruinen auf. Falls Maxton euch geschickt hat, um mich zu ihr zurückzuholen, daraus wird nichts. Es sollten sich einfach alle fernhalten, bevor ich noch mehr umbringe. Alle glauben, ihr wärt tot. Ich bin auf der Suche nach einem Fluch, der Menschen in Zombies verwandelt. Nein, ich lebe noch. Fürs Erste. Der Fluch, der auf mir liegt, wird mich bald töten. Ich hatte nur gehofft, nahe meiner Heimat zu sterben. Ich will keine Leben mehr zerstören oder zusehen müssen, wie Erinnerungen an mein Leben auferweckt werden, um mich zu verhöhnen. Wie halten wir euren Fluch auf? Seine Macht wächst mit der Lebensenergie, die er mir entzieht. Der Fluch endet somit mit meinem Tod. Ich will mich nur von meinen Eltern verabschieden. Auch wenn es mir nicht zusteht, um Gefallen zu bitten. Könntet ihr meiner Mutter eine Nachricht überbringen? Sagt ihr, Entschuldigung für alles. Ja, mach ich. Vielen Dank, Fremde. Bitte bringt ihr dieses Medaillon, damit sie weiß, dass die Nachricht von mir ist. Sagt Mutter, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Es gibt einen Ort in der Nähe, den ich liebe und von dem aus ich sehen kann, wie die guten Leute von Mortal ihr Leben leben. Ich kann dort in meinen letzten Momenten glücklich sein. Warum hat Maxton euch so verflucht? Das war nicht, was sie geplant hatte. Maxton glaubte, sie könnte ihre magischen Fähigkeiten verstärken, wenn wir mit jenen mächtigen Geistern Zwiesprache halten, die die Ruinen von Kienstag bewohnen. Sie bat um meine Hilfe bei der Durchführung des Beschwörungsrituals, doch es ging schrecklich schief. Was ist geschehen? Maxton hat falsch eingeschätzt, wie schwer das Ritual ist. Während sie kämpfte, überzog Eis die Wände und die Winde brausten wild umher. Fast hätte sie die Kontrolle zurückerlangt, doch plötzlich stürmten Tane Elstrom und seine Wachen die Ruine. Maxtens Konzentration war dahin und das Ritual entlud sich. Das hat also die Soldaten eingefroren. Es beschämt mich, das zugeben zu müssen, aber ja, all diese Soldaten, meine Freunde und Nachbarn sind tot. Durch mein Wirken.
Und nun bringt meine Rückkehr in die Heimat noch mehr Leute um. Dem Ende so nah zu sein, ist ein Segen. Ich sah eine Erinnerung, in der ihr Maxton eure Geliebte nanntet. Oh ja, das war sie. Ich liebte sie sehr. Und ich habe wirklich geglaubt, dass Maxton mich auch liebte. Als sie erkannte, dass sie mich versehentlich verflucht hatte, schwor sie, einen Bannzauber dafür zu finden. Doch im Lauf der Zeit bestand ihr einziges Interesse darin, ihre nekromantischen Kräfte zu mehren. Da hat sie euch gar nicht entführt? Ist es das, was man sich erzählt? Nein, ich habe mich ihrem Ritual freiwillig angeschlossen. Was mich genauso schuldig macht, dass es so viele Opfer gab. Vielleicht hätte ich sie überzeugen sollen, nicht so viel Macht nachzujagen. Vielleicht wären wir dann noch zusammen. Okay, jetzt noch Mortar wieder zurück. Jetzt haben wir schon Wärmestein, ne? Der hätte ich aber so... Toll. Der hätte ich aber auch so nicht gebraucht. Den hätte ich auch so nicht gebraucht, weil ich immun gegen Unterkühlung bin. Wie wir schon an den Eisküsten gesehen haben. Hey, dann kriegen wir die Geschichte, glaube ich, zu Ende. Der lange Weg nach Hause. Wege sind auch lang. Toll, schon wieder ein Kramsturm da hinten auf. Leider bin ich zu weit weg, um jetzt dahin zu rennen. Aber ich glaube sowieso jetzt um die Uhrzeit zu spät. Soll der Fürst noch Bescheid geben, dass alles ruhig ist. Was ist? Sollte hier nicht irgendwann mal ein Haus stehen? Anstatt ein Stall. Skyrim wird da hinterher ein Haus stehen. Warte mal, da ist das Jarlsgebäude. Das Wasser ist nachher weg. Das ist verdunstet. Warum auch immer. Das gibt es nachher einfach nicht mehr. Und die Häuser stehen falsch. Zumindest dieses Haus da. Rechts daneben war die Taverne. Und das war viel kleiner. Da muss irgendwas passiert sein hier. Kaum war die Seuche aus der Schlucht verschwunden, haben die Händler wieder begonnen, ihre Waren feilzubieten. Boah. Erstaunlich. Nach oben? Wie komme ich hoch? Ah, da. Achso, für den Rum, ja klar. Noch weiter hoch. Ganz auf dem Dachboden. Könnt ihr ihm helfen, Hexe? Der Fluch lässt sein Fleisch verrotten. Ich gab mein Bestes, doch es ist temporär. Gut, ihr seid zurück. Die alte Mjolen hat mir von eurer Entdeckung auf dem Hof erzählt. Sie glaubt, dass Freivens Geist irgendwie diesen Fluch verkündet. Ich habe über all die Jahre an der Hoffnung festgehalten, sie könnte überlebt haben. Endlich zu wissen, was ihr widerfahren ist, ist trotz allem eine Erleichterung. Freiwen ist noch im Leben, doch ihr Fluch wird sie bald umbringen. Sie hat mich gebeten, euch dieses Medaillon zu geben. Sie lebt noch? Ich fass es nicht. Nach all diesen Jahren kommt Freiwen endlich nach Hause und ihr sagt mir, dass sie im Sterben liegt? Warum sollte sie mir dieses Medaillon übergeben wollen? Ich muss sie sehen. Es gibt so viel zu sagen. Wo ist sie? Bringt mich zu ihr.
Sie erzählte mir von einem Ort, von wo sie aus auf Mortal blicken und glücklich sein kann. Ist es beim Wasser, wo die Boote anlegen? Oder vielleicht ihr Schlafzimmer, wo sie den Leuten vom Fenster aus zusah? Der Baum! Oh, Freiwen, der alte Baum im Wald über Mortal! Dort verbrachte sie Stunden. Wir müssen aufbrechen. Ihr könnt nicht zu ihr gehen. Der Fluch bringt jeden um, der sich ihr nähert. Doch ihr habt überlebt. Oh, die schlaue Frau schützt euch. Sprecht bitte mit der alten Mjolen. Sie weiß so viel mehr über Magie als jeder andere in Mortal. Es muss etwas geben, um meine Tochter zu heilen. Ich werde fragen. Vielen Dank. Ich brauche einen Augenblick, um alles zu verarbeiten, was ihr mir erzählt habt. Und behaltet das Medaillon. Ich weigere mich, es an mich zu nehmen, solange es noch Hoffnung gibt, dass Freiwen überlebt. Hoffnung stirbt. Also habt ihr Freiwen lebend vorgefunden. Eine unerwartete, aber erfreuliche Wendung. Vielleicht können wir sie doch noch retten. Was habt ihr mir aus den Ruinen mitgebracht? Ich muss mehr über die Pläne der Nekromanten wissen. Die Hoffnung wurde gerade wiederbelebt. Ich habe ein paar Ritualnotizen und in einen zerbrochenen Fokus gefunden. Lasst mich einmal sehen. Grässlich. Die Fantasien eines Kindes. Wer mit Magie spielt, öffnet der Gefahr Tür und Tor. Die Energien an der Ruine haben sie sicher überwältigt. Doch dieser Splitter. Sagt mir, hat Freiwen euch die Visionen ihres Geists erklärt? Sie sagt mir, dass der Fluch Erinnerungen aus ihrem Leben erweckt. Ja, genau das musste ich wissen. Magstens Ritual hat die Geister in den Ruinen verschlungen. Sie wollte sich Macht aneignen, indem sie ihre Erinnerungen absorbiert. Freiwens Fluch entzieht ihr Lebensenergie und manifestiert diese dann als ihre eigenen Erinnerungen. Mit ihnen werden wir sie heilen. Was haben Freiwens Erinnerungen mit der Heilung zu tun? Indem wir sie mit ihrer eigenen Lebensenergie überfluten, brechen wir den Fluch. Gebt mir ihr Medaillon. Ah, ja. Es summt von der Kraft unbändiger Gefühle. Sobald es eingestimmt ist, könnt ihr darin Freiwens Erinnerungen absorbieren. Füllt es mit ihrer Energie, damit wir sie vor dem Tod bewahren können. Okay, ich werde Freiwens Erinnerungen in ihr Medaillon absorbieren. Gut. Hier ist das Medaillon. Nineta hat zwei Orte erwähnt, die Freiwen besonders geschätzt hat. Den Anleger und ihr Schlafzimmer. Vielleicht findet ihr dort Manifestationen. Wenn ihr fertig seid, trefft mich hier an der Taverne. Dann machen wir weiter. Ihr sagtet, dass die Ruinen von Kiernstag Maxton überwältigt hatten. Welche Geister gab es dort? Nun ja, wisst ihr, damals in... lieber nicht. Vielleicht sollte dieses Geheimnis auch zu Staub zerfallen. Diese Ereignisse zeigen, dass man diese Ruinen besser ungestört lässt. Okay. Die Internetleistung lässt auch zu wünschen übrig. Bei mir hat gerade die Regie versagt. Kommt YouTube mit dem Laden nicht hinterher. Ist auch nicht schlecht. Dupid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 
Hattet ihr Spaß auf dem Wasser? Oh ja, ich liebe es zu erkunden. Am liebsten würde ich gleich wieder los. Rasch, zu mir. Wir haben wenig Zeit. Na, im Gegenteil. Wir haben noch gute Tage Zeit. Eure Rückkehr könnte zu spät sein. Fürstin Ineta ist losgelaufen, um sich mit Freywin an dem beschriebenen Baum zu treffen. Sie wollte bei ihr sein, bevor es zu Ende geht. Wenn wir nicht rasch handeln, wird sie sterben. Wart ihr erfolgreich beim Beschaffen der Erinnerung? Ja, klar, hier. Dann können wir dieser Tragödie ein Ende machen. Doch wir müssen sofort handeln. Geht und schließt euch ihnen unter dem großen Baum an, der Mortal im Osten überblickt. Ich werde euch dort treffen, sobald ich mich vorbereitet habe. Was ist mit dem Medaillon? Bringt es mit. Wenn mein Ritual, um Freywin zu heilen, seinen Höhepunkt erreicht, müsst ihr das Medaillon vor euch halten. Ihre Lebensenergie wird in sie strömen und der Fluch sollte gebrochen werden. Ich warne euch. Das mag schmerzhaft für sie sein, aber es ist nötig. Ich werde den Baum suchen. Wenn ihr ankommt, dann wartet auf mich. Lasst sie nichts Übereiltes tun. Es wird nicht lange dauern. Tut das und Mortal wird für immer von diesem Fluch befreit werden. Nun, beeilt euch! Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, in die Richtung. Beeilen ist gar nicht so einfach, wenn die Maus nicht mitmacht. Okay, da soll ein alter Baum sein. Wie ist denn hier sicher hingekommen? Hier sind so viele Gegner. Oh, ist eisig. Hey, du ihr Scheißviecher. Geht weg. Die stürme ich bestimmt gleich. Mutter, ihr dürft nicht bleiben. Das bringt euch um. Freywin, ich dachte, ihr wärt tot. Ich verlasse euch nicht, selbst wenn es mich umbringt. Es bringt euch schon um. Bitte haltet euch fern von mir. Mutter, nein! Ineta? Oh nein, wir müssen rasch handeln. Setzt die Halskette ein, wenn ich es sage. Oh. Ah, es brennt, Mutter! Beeilung! Benutzt die Halskette, setzt ihre Energie frei! Ja, kann ich noch nicht. Kann ich jetzt. Usch. Was ist hier los? Wow. Ja, sehr schön. Schon wieder. Das ist die dritte Synchronisation, die ich selbst machen muss. Ihr habt es geschafft. Ich kann es kaum glauben. Ihr habt mir Freywin zurückgebracht. Habt Dank. Ich habe so viele Fragen an sie. Und der Jarl, er weiß es noch gar nicht. Wir müssen... Gebt mir einen Augenblick. Geht es euch gut? Ich denke schon. Ich konnte spüren, wie meine Haut gefror. Für eine kurze Zeit dachte ich, dass mein Ende nahe wäre. Ich wollte doch nur, dass Freywin weiß, dass sie nicht allein ist. Was geschieht jetzt mit Freywin? Sie hat so viele Leute getötet. Ich weiß es wirklich nicht. Freywins Rückkehr wird viele Fragen in Mortal aufwerfen. Der Jarl und ich müssen besprechen, was wir sagen. Wenn wir überhaupt etwas darüber sagen wollen, was hier geschehen ist. Ich habe euch zu Beginn eine Bezahlung versprochen. Bitte sehr. Ich bin äußerst dankbar. Frostfluch klagen. Hey, cool. Blablabla, blablabla, blablabla. Irgendwas wollen die wahrscheinlich sagen. Tun sie auch, aber die sagen nichts. Ah, ein Bug, der nicht so richtig funktioniert. Also, der überhaupt funktioniert, der Bug. Schildtarne von Mortal, cool. Könnte ich jetzt tatsächlich als Titel tragen. Schließt die Quest, der lange Weg nach Hause ab. Ich habe meine Tochter zurück. Wie kann ich euch das je vergelten? Falls ihr jemals wieder in Mortal seid, so kommt mich bitte besuchen. Hier wird immer ein warmes Feuer auf euch warten.
Meine Haut, sie ist nicht mehr blau. Und mein Herz, ich kann es wieder schlagen spüren. Bei allen Göttern, ich lebe. Was auch immer ihr und Mjolin auf mich gewirkt habt, es hat den Fluch gebrochen. Ich kann zum ersten Mal seit Jahren die Wärme in meinen Adern spüren. Es ist vorbei. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Besser als jeder andere, den ich in Mortal gefunden hätte. Das ist mehr Trubel, als ich gewöhnt bin. Vielleicht sollte ich mir eine Vertreterin suchen, damit die alte Mjolin sich mal ausruhen kann. Ist die Heilung von Dauer? Ich glaube schon, ja. Wir könnten vielleicht weiterhin Auswirkungen im Umland sehen, aber die Quelle ist versiegt. Als wir Freiwin mit ihrer eigenen Lebenskraft überfluteten, wurde der Fluch ertränkt. Seltsam, dass Maxton nie darauf kam, so vorzugehen. Ein Fluch ertränken, auch nicht schlecht. Ja, sehr schön. Dann sind wir auch endlich fertig. Ich dachte, ich hätte euch umgebracht. Ruht euch aus. Dann kehren wir in die Siedlung zurück. Ihr habt viel zu besprechen. Ja, passt schon. Bevor sie wieder anfangen zu reden und ich den Kontext nicht mitkriege, weil die eine ihre Stimme verloren hat. Ist komisch, dass das Spiel gerade so diese Bugs hat. So ganz perfekt ist es nicht zusammengesetzt. Gut. Reicht. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.